Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ich möchte euch wieder mal ein kleines Buch vorstellen, was euch so ein bisschen bei der Hochzeitsplanung zur Seite stehen soll. Und zwar ist das Little Black Book der perfekten Hochzeit, Tipps und Tricks für den gelungenen Start ins Eheglück. Es ist auch wirklich nicht besonders groß, es hat so ein bisschen was vom Stil her wie so ein Notizbuch. Ich finde es richtig, richtig süß. Und es ist klein, man kann das überall mitnehmen in die Handtasche oder so, ist richtig toll gemacht. Ich verlinke euch das Buch natürlich unten in der Infobox. Wie schon erwähnt, gibt es da natürlich viele Tipps und Tricks, Planungshilfen gibt es da drin. Es ist ein toller Abschnitt über die Budgetplanung, gerade dann auch mit Kosten-Spartipps, was ja auch für viele sehr, sehr interessant ist. Es ist sehr locker geschrieben, sehr humorvoll geschrieben. Und das macht es eigentlich so schön zu lesen. Also es ist nicht so trockene Theorie, wo man dann gar nicht gerne mal durchblättert, sondern es macht einfach Spaß, es zu lesen. Und dann beim Lesen schnappt man mal immer wieder so Kleinigkeiten auf, die für einen dann interessant oder hilfreich sein könnten. Und ihr habt dann noch so einen Abschnitt, wo man gewappnet wird für kleinere und mittlere Katastrophen, zum Beispiel wenn dann das Hochzeitskleid einen Fleck hat. Oder wie man mit dem Alkoholkonsum auf der Feier umgeht. Ob er unbegrenzt sein soll oder ob er irgendwie begrenzt werden soll und wie man das dann am geschicktesten löst. Also es spricht einfach auch viele, viele Bereiche ein. Es ist übrigens mit so einer Ringbindung gelöst. Das macht sich dann sehr schön, einfach auch beim Umblättern. So optisch finde ich es halt auch sehr, sehr schön einfach und sehr, sehr ansprechend gestaltet. Natürlich besonders für Frauen, weil Rosa schon ein bisschen vorherrschend ist. Ich gehe mit euch mal noch so ein bisschen das Inhaltsverzeichnis durch, dass ihr wisst, was so alles in dem Buch angesprochen wird. Ja, es geht dann halt los mit den ersten Schritten, der Heiratsantrag, die Verlobung, die Ringe. Da ist halt auch viel so, na schon so ein bisschen Theoretisches, aber halt alles schön geschrieben. Dann die Basics der Hochzeitsplanung, das ist somit der wichtigste Bereich, finde ich. Also ab wann sollte die Planung beginnen, dann müsst ihr euch ja für eine Form entscheiden, wie eure Hochzeit sein sollte. Die Gästeliste ist ja immer sehr wichtig, Location und Kirchensuche, dann Einladungskarten, Save-the-Date-Karten sind ja auch groß im Kommen oder groß in Mode. Dann der Stil der Hochzeit. Das ist so mit der Kernpunkt, finde ich, als Hochzeitsplanerin, den Stil eurer Hochzeit festzulegen. Nichts ist schlimmer, als wenn ihr kein festes Schema verfolgt. Dann gibt es nochmal einen Bereich zum Brautkleid zum Beispiel. Ohne die geht es nicht. Personen, die zum Gelingen einer Hochzeit beitragen. Ist immer ganz wichtig, dass ihr euch Hilfe sucht. Wenn es kein professioneller Hochzeitsplaner ist, dann halt Familie, Freunde, Verwandte. Und den kann man dann auch mal so Aufgaben einfach auch delegieren. Dann nochmal so zum Hochzeitstag, also Crosscheck, Countdown, auch Entspannung, Styling, No-Gos, zum Beispiel nie ohne Frühstück aus dem Haus, auch am Hochzeitstag nicht. Zum Thema Geschenke, zum Thema Reden, die Programmgestaltung, Brautpaar-Shooting, sowas wird alles angesprochen. Also für dieses Mini-Büchlein habt ihr wirklich auch eine Vielzahl an Informationen da drin. Dann habt ihr halt diesen großen Bereich der Budgetplanung, der richtig, richtig gut ist. Dann halt nochmal diesen Teil, was ich schon erzählt habe, gewappnet für kleine und mittlere Katastrophen. Auch wenn es zum Beispiel am Hochzeitstag regnet oder solche Sachen. Und dann habt ihr nochmal das Nachwort oder gute Wünsche für ihre Traumhochzeit aus dem Nähkästchen einer glücklich verheirateten Ehefrau geplaudert. Also wirklich sehr, sehr süß. Ich schaue nochmal schnell für euch, wie viele Seiten es hat. 200 Seiten. Hier habt ihr dann nochmal zum Beispiel so ein Survival-Kit und solche Sachen. Also es ist richtig, richtig süß. Es ist halt nicht so groß und wuchtig wie manche anderen Planungshilfen. Es ist wirklich klein, handlich, aber doch mit vielen, vielen Informationen dabei, die euch so einfach eine sehr, sehr gute Basic-Grundlage geben. Und dann kann man sich immer noch, wenn es einem zu einem bestimmten Thema nicht reicht, weiter informieren. Deswegen lege ich euch das sehr ans Herz. Ich verlinke es euch unten in der Infobox, könnt ihr euch gerne mal anschauen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und wir sehen uns ganz bald wieder beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss!